Live und heiß aus der Ukraine. Russland erobert immer mehr Territorium. Seversk ist 4 Kilometer entfernt, russische Truppen nähern sich der Stadt von der Grigorjewka und Werchnekamenka-Seite. Seversk wird nicht frontal gestürmt, sondern erneut von allen Seiten umgangen, insbesondere an den Ufern des Seversky-Dones. In Lysychansk wird derzeit eine Aufräumaktion durchgeführt. Die Kämpfe finden in den südlichen und südwestlichen Außenbezirken der Stadt statt. Wie das Verteidigungsministerium heute Morgen mitteilte, haben die alliierten Streitkräfte Belogorowka eingenommen. Wir können also von einer vollständigen Befreiung des LNR-Gebiets sprechen. Darüber hinaus beschießen Einheiten der russischen Streitkräfte AFU-Stellungen. Die Kräfte der 103. Brigade der Tetra-Verteidigungsbrigade, die das Gebiet dieser Siedlungen entlang des Flusses Seversky-Dones halten, haben sich in die Reserveverteidigungslinien südlich der Siedlung begeben. Kämpfe bei Slojansk. Die Gruppierung, die Slojansk verteidigt, wird verstärkt. Nach der Einnahme von Seversk wird ein Vormarsch auf Slojansk von Osten her beginnen. Die ukrainische Verteidigung soll in der Nähe von Majerenivka, Region Donetsk, 1,5 Kilometer tiefer vorgedrungen sein. Das Verteidigungsministerium meldete, dass es alle Tochka-U-Raketen über Belgorod abgeschossen habe und dass die Häuser von Schrapnellen getroffen worden seien. Die Explosion, die auf zahlreichen Videos zu sehen ist, stammt jedoch eindeutig nicht von Tochka mit einem Streubombensprengkopf und ist mit Sicherheit kein Schrapnell. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um das Werk von Tochka mit einem explosiven Sprengkopf, der in 20 Metern Höhe explodiert. Ich kann nicht sagen, was genau über die Luftabwehrlinie von Belgorod lief. Vielleicht hat die ukrainische Armee wieder einen schlauen Schachzug gemacht und gleichzeitig 2 Tochka gestartet. Wenn die Jäger der Luftabwehr nicht damit konfrontiert wurden, sieht der Doppelabschuss für sie auf dem Radar wie ein Einzelabschuss aus, die erste Rakete wird abgeschossen und die zweite geht durch. Sie haben uns auf die gleiche Weise beschossen, beim ersten Mal war es erfolgreich, beim zweiten Mal haben unsere Luftabwehrsoldaten, ich verneige mich vor ihnen, das sage ich immer und werde es auch weiterhin sagen, beide Raketen bemerkt und zerstört. Was passiert in der Nähe von Ugleda? Die Front im Ugleda-Gebiet existiert seit März praktisch nicht mehr, so dass man den Eindruck gewinnen könnte, dass es dort zu keinen Zusammenstößen kommt. Doch dies ist nicht der Fall. Die Situation in dem Gebiet wird von den Medien aufgrund schwerwiegender Kommunikationsprobleme in der Region nur unzureichend behandelt. Entlang der Kontaktlinie kommt es zu ständigen Artillerieduellen, und die AFU hat sogar versucht, eine Offensive zu starten. Einer dieser Fälle ereignete sich Ende letzten Monats. Ende Juni war das ukrainische Kommando in der Lage, mehrere unvollständige Bataillone in einem kleinen Gebiet zu konzentrieren und eine Offensive zu starten. Am Abend des 21. Juni griffen die ukrainischen Streitkräfte die Stellungen der russischen Streitkräfte in Pavlovka von Norden und Westen her an. Die Siedlung wurde nur von einer Marineeinheit gehalten, und es kam zu Kämpfen. Bis Mitte des 22. Juni hatten ukrainische Einheiten das Dorf und seine Umgebung eingenommen und mehrere russische Soldaten gefangen genommen. Das kleine Dorf Schewtschenko stand ebenfalls unter der Kontrolle der ukrainischen Streitkräfte. Am selben Tag versuchten die ukrainischen Einheiten, an ihren Erfolg anzuknüpfen, und starteten eine Offensive auf Jigorowka, stießen aber auf den Widerstand der russischen Streitkräfte und eines separaten Bataillons und einer taktischen Formation des Innenministeriums der DVR. Am Rande des Dorfes kam es zu schweren Zusammenstößen. Am nächsten Tag, dem 23. Juni, versuchten mehrere AFU-Kompanien, durch eine Barriere in den rückwärtigen Bereich der alliierten Streitkräfte in Jigorowka einzudringen, wurden aber schnell von einer OBTF-Drohne entdeckt. Das Artilleriefeuer wurde auf die vorrückenden Truppen eröffnet, und Hubschrauber der russischen Luftwaffe trafen ein und deckten sie aus der Luft. Die ukrainischen Einheiten erlitten sehr schwere Verluste und zogen sich nach Pavlovka zurück. Funkmeldungen zufolge weigerten sich die Überlebenden, an dem nächsten Angriff teilzunehmen, und beschuldigten ihr eigenes Kommando des Verrats und der Sabotage. Die russischen alliierten Streitkräfte hatten seit dem 23. Juni einen Gegenangriff auf das Gebiet gestartet, sie drängten die AFU aus Jigorowka zurück und übernahmen die Kontrolle, wo sie ihre Stellungen einnahmen. Pavlovka ist immer noch von der ukrainischen Armee besetzt. Die Offensive konnte nicht einmal bedeutende taktische Erfolge erzielen.
Der ukrainische Angriff wurde zunichte gemacht, wobei die zahlenmäßig stark unterlegenen russischen Streitkräfte und Einheiten der Nationalen Front der DNR sogar einige der Stellungen zurückeroberten und die Grauzone weiter besetzten. Auch der Plan des ukrainischen Kommandos wirft Fragen auf, in der Nähe von Ugleda gibt es keine strategisch bedeutsamen Nachschublinien oder Einrichtungen, deren Zugang die Position der verbündeten Streitkräfte ernsthaft erschweren könnte. Die Einnahme eines einzigen Dorfes kann angesichts der unverhältnismäßig hohen Verluste der AfU kaum als zufriedenstellendes Ergebnis bezeichnet werden. Ja.